Zumal wir ja auch ganz wenig Lebensenergie noch haben. Die blinkt auch schon wieder rot. Ich glaube, deswegen hatte ich mich eben nicht rausgetraut. Jetzt haben wir gesehen, dass dieser wieder in die Richtung der Lüftungsgitter schaut. Also mal schnell hier hereingekrochen in den Schacht, damit er uns nicht durch die Gitter sieht. Genau, und jetzt schnell wieder hin und den nächsten Krallen. Und wieder rein mit uns. Auch obwohl es nur noch einer ist. Wir hätten uns normalerweise dem schon gleich stellen können, aber wie gesagt, Leben geht an dieser Stelle vor. Das regeneriert sich ja erst, das Leben, wenn man alle Gegner der Umgebung ausgeschaltet hat, die zu einer Gegnergruppe gehören. Und da sehen wir jetzt auch gleich mal Zustand bewusstlos rechts bei diesen blauen Leichen. Bisher dachte ich ja immer, dass die Gegner, die wir ausschalten, auch wirklich tot sind. Aber es hatte mir schon mal jemand in den Kommentaren geschrieben, dass die Gegner ja nur bewusstlos sind. Was man auch daran sieht, dass wenn man irgendwo mal Gegner ausgeschaltet hat und man ist wieder in diesem Gebiet, dass dann die Gegner wieder da sein können. Und das ist eben aufgrund dessen, dass sie dann eben nicht mehr bewusstlos sind. Und wenn sie tot wären, wären sie ja nicht mehr da. Logisch eigentlich. Ich bin sein neuer Anführer. Und logisch auch, dass Batman normalerweise keine Leute tötet. Der schlägt ja immer nur alle bewusstlos und bringt sie eben unter Dach und Fach ins Gefängnis rein eben. Batman ist ja so gesehen kein Killer. Hätte man sich ja denken können eigentlich. Ja, hier ist mir das Spiel abgestürzt gewesen, wie ihr gerade gesehen habt. Deswegen sind wir jetzt wieder im Lüftungsschacht. Enttäuscht mich nicht. Batman ist mit euch da drin. Haltet ihn auf. Also das Spiel neu geladen gehabt und dann ging es auch schon weiter. Ja, was hier nicht alles passiert ist in dieser Folge. Spiel abgestürzt, Audacity-Aufnahme komplett abgebrochen, sodass ich hier und jetzt nachmoderieren muss, aber ihr bekommt ja trotzdem alles mit. So, und wir haben jetzt hier alle Gegner ausgeschaltet gehabt und konnten uns endlich diesem Schweinepriester Hugo Strange widmen, der natürlich immer noch hinter seinem Glasding hier sitzt. Komisch, dass das Batman mit seiner Eisenfaust nicht durchschlagen kann, aber okay, wir sind auch nicht Herkules. Also knacken wir halt mal das Ding. Der Alarm geht zwar an, aber bringt dem Hugo Strange auch nichts mehr. Passwort abgelehnt, das hier war auch kein so leichtes Ding zum Knacken. Da mussten wir die richtige Wortkombination finden. Fadenrischar. Nein. Fadenrarifix war es auch nicht. Vogelkopf. Nee. Das war schon kein so einfaches Wort hier zum rausfinden. Schar. Kaletschar war es nicht. Kaletümix. Kaletarifix. Ach, weiß der Geier. Die haben wir auf jeden Fall auch eine ganze Weile rumprobiert. Und Gotham Shah war's. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Tja, der bekommt erstmal wieder dick eine Kopfnuss von uns. Für seine scheue Taten. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Sehen Sie, was Sie getan haben! Das ist großartig, nicht wahr? Ja. Ja. Ja, da freut sich auch noch über seine ganzen Zerstörungstaten hier, qualmt sie überall. Erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Naja, Freunde hat das jeder. Ist erst der mächtige. Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehligen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo Strange. Tja, und da war Hugo Strange auch schon Geschichte. Und Ihr Auftritt ist jetzt beendet. Ra's al Ghul getötet. Wieso? Überraschend. Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ra's. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber
Als sie kam, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich ihnen die Chance, ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ross. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut. Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals! Du irrst dich, Ross. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Das bezweifle ich. Computer aktiviere. Protokoll 11. Ja, Protokoll 11 wird aktiviert. Das ist im Prinzip der Selbstzerstörungsmechanismus, also nichts wie raus an dieser Stelle. Protokoll 10 gescheitert, Protokoll 11 war erfolgreich für diese Kollegen. Und Batman versucht jetzt natürlich noch Ra's al Ghul zu jagen, der ja den Hugo Strange als Marionette benutzt hat. Und wie wir gesehen haben, hat sich Ra's al Ghul gerade selbst getötet, was auch sehr verwunderlich war. Ich weiß gar nicht wieso. Und wir sitzen hier und haben eine Herausforderung freigeschaltet, die ich jetzt gar nicht mehr lesen kann, weil das Bild hier etwas kleiner ist im Render-Modus. Alles in Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Sagen wir's so, er wird einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Oh Gott, der Joker wieder, der brüllt hier schon wieder rein ins Mikro. Hallo Batman, ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stelle für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Genau, das gilt es als nächstes zu tun, hier Talia zu retten und uns von Joker das Heilmittel zu holen. Und jetzt endet auch schon gleich die Aufnahme und die Nachmoderation. Ich hoffe, die Nachmoderation war genauso interessant für euch wie eine Live-Kommentation an der Stelle. Und auch Ra's müssen wir zur Lazarusgrube noch bringen, um ihn wahrscheinlich wieder lebendig zu machen. Ich weiß es nicht, das werden wir alles in der nächsten Aufnahme sehen. Und hiermit beende ich die Nachmoderation und wir sehen uns dann live wieder in der nächsten Aufnahme. Ja, hallihallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zurück bei Let's Play Batman Arkham City. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, wo wir vom Wonder Tower herabgeflogen sind mit Ra's al Ghul, der sich dummerweise da dann selbst, ja, in der Luft, sage ich mal, eliminiert hat. Wo steckst du, Batman? Ja, ja. Und wir sollen nebenbei auch noch zu Joker gehen, ihm das Heilmittel abnehmen und verhindern, dass er unsterblich wird. Er hat ja Tali gefangen genommen und ja, hat sich viel getan. Ich bin immer noch nicht ganz gesund, das hört ihr wahrscheinlich an meiner Stimme. Deshalb muss ich jetzt wieder versuchen, mit viel Einnahme von Pulmol und Neoangin und was weiß ich nicht alles und Bronchibret und so weiter und so fort, das hier halbwegs gut über die Bühne zu bringen. So, ich habe gerade gesehen im Hauptmenü, dass wir gerade mal... Wieso lässt du dir so lange Zeit, Batman? Oh, Sekunde! Ich
verstehe. Du willst, dass ich diese nervige Frau ausknipse, stimmt's? Halt die Schnauze. Ich meine, sie darf schon ein bisschen mitallieren. Ich bin die große Bla-Bla-Bla-Hokus-Pokus. Also schön, ich tu's. Aber du schuldest mir was, okay? Naja. Also ich habe im Hauptmenü gerade, ich gehe mal da runter. Ich habe im Hauptmenü gesehen, dass wir gerade mal 39% von dem Spiel geschafft haben. Ist natürlich sehr fraglich, ob das jetzt auf die Hauptstory bezogen ist, 39%, oder ob das allgemein gesehen wird mit allen Nebenquests. Weil ich weiß ja nicht mehr, wie lange das Spiel noch geht. Gehen wir mal da hoch zu Ra's. Nein, doch nicht da hoch. Ra's. Können wir den hier nicht runterholen? Ne, ich glaube nicht. So, was haben wir denn jetzt als Missionsziele hier? Schauen wir mal auf die Karte. Hier ist auf jeden Fall viel los. Nimm Joker das Heilmittel ab und verhindere, dass er unsterblich wird. Okay, das ist ein Hauptmissionsziel. Ist die Frage, wollen wir jetzt schon weiter mit Hauptmissionen machen? Was haben wir hier? Riddlers Geisel, da haben wir noch eine Geisel zu befreien. Hier haben wir das Versteck von Sash. Ich würde sagen, das machen wir mal. Das markieren wir als neues Hauptmissionsziel. Das ist einfach nur unhöflich, Batman. Ich habe im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt. Und du Gut, Joker, ist ja gut. Aber wir haben auch noch andere Dinge zu erfüllen. Und ich würde sagen, es ist wirklich mal an der Zeit, dass wir noch ein paar Nebenquests machen. Weil nicht, dass das Spiel dann wirklich bald schon endet und wir kaum was von dem Spiel gesehen haben. Beziehungsweise gesehen haben wir schon was. Aber halt hauptsächlich nur von der Hauptmission dann. Alle brauchen meine Hilfe. Ich muss sie sofort finden. Ja, wir können uns doch mal kurz um Sash kümmern, oder? Müssen wir doch jetzt nicht unbedingt Talia sofort helfen. Oh, Bats, wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe. Oh, Mann. Zum Sterben gut. Okay, wir müssen wohl doch Talia sofort helfen und sofort zu Joker gehen. Ja, also Planänderung. Wir gehen sofort zu Joker. Dieser Schweinepriester, hey, okay. Ja. Dann retten wir halt Talia. So, wo ist er? Aktiviere Ortungssender. Folge dem Ortungssender, um Talia zu finden. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Okay. Hä, 99 Meter unter uns, oder was? Boah, hier wollte ich doch nicht rein. Heiliger Laus. Mit da hoch, dann da hoch. Das ist die große Premiere nach Batman. Wurdest du aufgehalten? Schwing deinen süßen kleinen Hintern ins Kino. Sofort! Ins Kino. Okay. Ah, hier scheint es wohl zu sein. Deswegen hier auch so viele. Boah, guckt euch das mal an. Hier ist ja alles rot. Okay. Können wir uns hier irgendwo erstmal einen kleineren Überblick verschaffen? Der da unten ist ein Problem und dann gibt es da hinten noch ein Problem. Den da. Hm. Können wir da irgendwie heimlich hin? Leise, Batman, leise. So. Die ganzen Wachen hier ausschalten. Dann da unten steht auch einer. Das ist einfach nur unhöflich, Batman. Ich habe im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt. Und du kommst nicht einmal. So, und wieder einer weniger. Alles klar. Dann gehen wir wieder hier hoch. Kümmern uns um den da hinten. Leise, Batman, leise. Zack. Hätten wir den auch ausgeschaltet. Dann haben wir da unten wohl noch irgendwo einen. Wo ist denn der bloß?
Da unten war doch gerade einer. Das sieht man ganz schlecht. Ich hange mich mal da hoch. Wieso lässt du dir so lange Zeit, Batman? Oh, Sekunde. Ich so, verstehe. Jetzt den. Du willst, dass ich diese nervige Frau ausknipse, stimmt's? Ich meine, sie darf schon ein bisschen mit erleben. Ich bin die große Blablabla-Hokus-Pokus. Also schön, ich tu's. Aber du schuldest mir was, okay? Was macht Batman Nein. hier? Wir sehen uns bald. Ich glaube. Bis da! Ich glaube, wir sollten jetzt einfach da reingehen. Ja, ja. So, einfach rein. In die Tür. Ach nee, scheiße, Mann. Ach, Mensch, der Joker macht aber auch einen Stress. Solltest du nicht eigentlich stehen und versuchen, mich aufzuhalten? Ja, ja. Halt die Gosch. Wiederholen. Mann, das ist aber auch schwer, die ganzen Handlanger innerhalb kurzer Zeit auszuknipsen. Man muss sich ja erstmal einen Überblick verschaffen. Okay, aber jetzt glaube ich, wissen wir, wie wir vorgehen können. Wir gehen jetzt genauso vor. Nur schneller das Ganze, ohne groß gucken. Weil jetzt wissen wir ja, in welcher Reihenfolge wir die ausgeknipst haben. So, können wir da hoch jetzt? Hopp. Alle Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. So. Okay. Dann nehme ich mir erst wieder den vor. So, dann nix wie rüber zu dem. Zack. Wieso lässt du dir so lange Zeit, Batman? Oh, Sekunde. Ich verstehe. Du willst, dass ich diese nervige Frau ausknipse, stimmt? So, dann ich der. Ich darf schon ein bisschen miterleben. Ich bin die große Blablabla-Hokus-Pokus. Also schön, ich tu's. Aber du schuldest mir was, okay? So, hätten wir den da. Nein! Jetzt haben sie uns, jetzt haben wir sie uns. Wir sehen uns bald. Bis dann! Boah. Boah, nein, nicht hier runterfallen. Das ist übel. So, hier war doch gerade noch einer. So, da, der da. Hallo, Batman. Du kannst mich hören, oder? Es ist so, du scheinst nicht ins Kino zu kommen. Und es würde mir gar nicht gefallen, wenn du dir im Internet wieder all die Spoiler durchliest. Ich lese mir keine Spoiler durch. So viel dazu, Joker. Was haben wir denn hier? Ein Tiger, großes Gerät schafft da. So, jetzt probiere ich den hier hinten auszumerzen. Wo steckst du, Batman? Ich habe deine Karte für die Premiere hier in meiner Tasche. Gleich hier, neben dem Klebeband und der Kneifzange. So, jetzt eliminieren wir den hier. So, es werden immer weniger. Immer mehr, wollte ich schon fast sagen hier. Nein, mehr werden es auf keinen Fall. Jetzt sind es eigentlich nur noch die beiden da, oder? Ne, da oben ist noch einer. Oh, oh, oh. Da hinten ist auch noch einer. Nee, der kommt von da hinten, okay. Deine Herzensdame wartet.
Batman! So, jetzt den